Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einem Porträtbild oder was auch immer für ein Bild, ist eigentlich völlig egal, den Effekt hinkriegt, dass es ein Geflecht ist. Und zwar so ein Geflecht, dass es so übereinander liegt quasi. Und ich habe mich hier oben mal hingesetzt bei Photoshop, weil ich dachte, kann man mal machen, so. Ich nehme dazu dieses Porträt von mir, was ich schon mal bearbeitet habe. Jetzt müssen wir ein klein bisschen Vorarbeit leisten, damit wir das vernünftig hinkriegen. Und zwar ist es wichtig, dass ihr unter Bearbeiten, unter den Voreinstellungen für Hilfslinien und Raster und Slices 217 Pixel einstellt, mit einer Unterteilung von 6. Die Farbe ist dabei völlig egal. Irgendeine Farbe, die ihr gut sehen könnt. Und also ich nehme zum Beispiel mal Gelb, ist schön kräftiger, kann man nichts verkehrt mit machen. Okay. Ist noch nicht ganz so wichtig, das ist nur so eine Vorarbeit. Und wichtig ist, dass unter Ansicht Ausrichten aktiviert ist und unter Anzeigen nachher das Rastern. Das kann man aber nur Alt, Umschalt, Steuerung, Komma, kann man das anschalten. Wir machen es gleich hier vorher. Müssen wir es aber ein bisschen zurechtschneiden, weil wir wollen nur das Gesicht jetzt mal im Raster haben. Und zwar nehme ich dafür mein Freistellwerkzeug und stelle hier ein bei Größe und Auflösung. Stelle ich mir ein 870 mal 870 mit einer Auflösung von 150. Ich muss natürlich vorher auf Pixel stellen. Wäre vielleicht angebrachter. 870, 150, drücke OK. Dann habe ich eine schöne einheitliche Auflösung. Die schiebe ich mir jetzt erstmal so ein bisschen hin, dass nur das Gesicht drin ist. Drücke dazu Shift-Steuerung, damit er das gleichmäßig verschiebt, damit sich also die Größe der Quadrate gleichmäßig ändert. Und guck mal so, dass das Gesicht so halbwegs mit drin ist. So. Und ziehe mir das Gesicht mit der Maus einfach nochmal ein bisschen rein. Drücke hier oben das kleine Häkchen und dann bleibt das so. Drücke jetzt STRG 1, damit das ein bisschen größer macht. Und jetzt kommt der Trick 17 mit Selbstüberlistung. Aus dem normalen Hintergrundbild machen wir erstmal eine normale Ebene. Und von dieser normalen Ebene machen wir mit STRG J 2 Kopien. Die Hintergrundebene, also die Ebene 0, mache ich mit Alt entfernen schwarz. Die bleibt auch schwarz. Und aktiviere mir die mittlere Ebene. Unter Ansicht mache ich jetzt meine Hilfslinien an, mein Raster. Und dann sieht man, hier habe ich erstmal so ein wunderschön gelbes Raster. Aktiviere mir jetzt mein Auswahlwerkzeug und markiere mir drei Linien. Ausrichten haben wir angeschaltet. Jetzt sieht man, dass sich diese Markierung immer schön dem Raster anpasst. Und markiere mir jetzt drei Rasterlinien von oben nach unten. Lasse eine Reihe frei. Halte die Shift-Taste gedrückt und markiere mir die nächsten drei. Das wiederhole ich, bis ich beim anderen Ende angekommen bin. Und immer schön darauf achten, dass man auch das Richtige hier markiert. Es waren nur zwei. Sehen Sie, schon ein Fehler schon gemacht. Und so, bis zum Schluss. Drücke jetzt die Ebenenmaske, sodass er mir diese wunderschönen Striche erstellt. Aktiviere jetzt die obere Ebene und mache das in horizontaler Weise. Von oben angefangen, eine freilassen, Shift gedrückt halten und die nächsten drei. Und freilassen, die nächsten drei und so weiter und so weiter. Eben mal bis zum Plus. Upp. So, das Ganze hier auch nochmal. Ebene Maske erstellt. Jetzt bilden sich diese wunderschönen schwarzen Pünktchen. Das ist aber auch nicht schlimm, das soll so sein. Und jetzt müssen wir beide Schnittebenen zusammen markieren. Das machen wir erstmal STRG gedrückt halten, diese Ebene markieren. Also diese Ebenenmaske markieren. Und jetzt Shift, STRG, Alt gedrückt halten und die obere anklicken, sodass er jetzt die Zwischenquadrate aktiviert, also beispielsweise auswählt. Jetzt drücken wir einmal nur einfach Q ohne irgendeine andere Taste, damit wir eine
Maske haben, die wir noch verändern können. Also eine wie nennt sich das? Bin gerade überfragt. Der pfiffige Photoshop-Benutzer weiß es, was ich meine. Nehmen uns unser Füllwerkzeug und fangen jetzt von oben an. Markieren, lassen einen frei, markieren, lassen einen frei und so weiter. Mache ich quasi einmal so. Wichtig ist, dass ich hier eine Zeile freilasse, weil hier muss ich es genau umgekehrt machen. So. Drücke einmal Q. Gehe auf Bearbeiten. Entschuldigung, gehe auf Auswahl. Auf Auswahl speichern und sag einfach völlig egal Name, drück einfach OK, sodass die Auswahl gespeichert ist. Jetzt habe ich hier unter Kanäle einmal diese Alpha-Maske nochmal so, die ich aktivieren kann. Was gleich ganz praktisch ist, damit ich es nicht mal ganz von vorne machen muss. Jetzt habe ich das Bild aktiviert, die Quadrate aktiviert, drücke jetzt einmal Steuerung J, damit er mir die so ausschneidet. Aktiviere einmal Kanäle. Drücke Steuerung gedrückt, aktiviere mir nochmal die Auswahl, gehe zurück auf die Ebene, wähle mir die obere Ebene aus und drücke wieder Steuerung J. Entschuldigung, das war verkehrt, das wollte ich gar nicht. Drücke Steuerung Alt Z, damit das wieder rückgängig ist. Das war Quatsch, dass ich mir diese abgespeichert habe. Das war völliger Käse. Egal, ich lösche diese Auswahl eben nochmal. Kanal löschen, den brauchen wir nicht. Und jetzt muss ich tatsächlich noch einmal von vorne markieren. Ist aber nicht schlimm, das war das Speichern einmal zu früh. Drücke einmal Steuerung, drücke Shift, Steuerung, Alt und die obere, sodass ich die Quadrate nochmal habe. Drücke Q noch einmal und jetzt muss ich genau umgekehrt agieren. Hier habe ich jetzt einen freigelassen und einen angefangen. Das bedeutet, ich lass jetzt hier einen frei, markiere hier. Quasi genau die umgekehrte Füllmethode, die ich eben hatte. So. Drücke wieder Q. Aktiviere die obere. Drücke Steuerung J. Jetzt habe ich die obere einmal. Und jetzt müssen wir natürlich das so aussehen lassen, dass das übereinander lappt. Das funktioniert relativ einfach. Ich aktiviere die untere Ebene, gehe hier auf Ebene, hier oben, sage Schnittmaske erstellen, geht auch mit Alt-Steuerung G. Dann aktiviert sich hier so ein Pfeil, der sich nur hier unter drauf bezieht. Das gleiche machen wir hier oben auch, Alt-Steuerung G, Schnittmaske. Und jetzt müssen wir einen kleinen Effekt hinzufügen. Ich aktiviere mir die untere mal, drücke doppelt für den Ebenenstil, Schein nach außen. Wähle mir hier schwarz als Ton aus. Gehe hier auf Multiplizieren bei 50%. Und hier mache ich mal 15 draus, damit das nicht so stark ist. Drücke OK. Diesen Ebenenstil will ich mir jetzt nach oben nochmal kopieren. Drücke Alt, halte Alt gedrückt und ziehe mir das FX auch nochmal nach oben. Jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Ich gehe auf Ansicht. Und deaktiviere das Raster. Und jetzt haben wir den wunderschönen Effekt, dass ich ein Geflecht über meinem Gesicht habe. Beispielsweise über das ganze Bild. Dem Ganzen kann man jetzt noch eine schöne Textur hinzufügen. Das machen wir relativ einfach. Wir drücken Shift, Steuerung, Alt, E. Damit wir das als Entschuldigung, einmal diese Ebene, die Ebene will ich nicht. Ich aktiviere mir die oberste hier und drücke hier, Steuerung Alt E, so. Damit ich das als einzelnes Bild habe und die anderen auch ausblenden, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr, weil wir das als ein Bild haben. Gehe jetzt auf Filter, gehe auf Filtergalerie, sage, ich möchte einen Strukturfilter haben und zwar einen mit Strukturfilter versehen. Gehe hier auf Tiefe 1. Skalierung 100, das ist in Ordnung. Drücke OK. Und jetzt haben wir da so eine kleine, wie als ob es Papier wäre. Ist noch ein bisschen dunkel. Könnte man natürlich auch noch wieder hingehen und
Sagen, ich möchte hier noch einen Helligkeit-Kontrastwert verändern. Der ist jetzt hinter meinem Gesicht verschwunden, schönerweise. Der Kontrast ist so, vielleicht mal die Helligkeit einfach ein bisschen höher drehen. Gucken, was Autoerkennung sagt. Oder Autoerkennung ist stark. Ne, lassen wir mal. Schließen. Jetzt bin ich da oben wieder, bin ich da oben ganz alleine. Toll. Ohne Inhaltsfenster. Und zwar hatte ich da gerade die Eigenschaften noch. Schön, dass er das dahin blättert. Eigentlich ein bisschen doof. Ist aber nicht wild. So. Ich speichere es mir mal ab als JPG. Löscht. Speichern. View auf maximale Auflösung. Und öffne es mir noch einmal als Windows-Anzeige. Da kann man es nur ein bisschen schöner sehen, finde ich. Ja, ich finde, das ist ein sehr geiler Effekt, den man so machen kann, um mal Porträtfotos ein bisschen anders aussehen zu lassen, so dass das wirklich als Geflecht dargestellt wird. Man kann natürlich jetzt wie mit diesen FX-Geschichten noch ein bisschen mit Schattierungen spielen und gucken. Ein lauter Ton. Und gucken, ob wenn ich jetzt mal hier die Ebene wieder anschalte und gehe mal hier auf die Effekte und sage jetzt mal, ich möchte aber hier eine gelbe Schattierung haben. Sieht aber ein bisschen doof aus, finde ich. Vor allem kommt da halt dieser Schatteneffekt nicht mehr rüber. Das muss schon schwarz sein. Aber hier könnte man natürlich noch sagen, soll ein bisschen kräftiger werden. Und dann sieht das noch ein bisschen kräftiger aus. Da kann man aber spielen, wie man lustig ist. Also viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.